Adventsimpuls. Unsere Vorbereitung auf Weihnachten. Ich habe Ihnen schon etwas gesagt über die Rorate-Gottesdienste in den dunklen Kirchen, die nur in der Adventszeit stattfinden. Eben, vielleicht kommen Sie mal dazu, dass Sie so einen Gottesdienst gehen. Und dann könnten Sie auch aktiv daran teilnehmen. So, wie das die früher Kirche verstanden hat, wenn man von aktiver Teilnahme geredet hat. Nicht selber noch etwas Action machen, sondern wirklich innerlich in die Aktivität hineinkommen gegenüber Gott. Das wäre das, was gefragt wäre. Und dann könnten Sie verschiedene Formen von Gebet einmal ein bisschen ausprobieren und praktizieren. Am höchsten und als erste Form von Gebet steht da die Anbetung. Die Anbetung von Gott. Das heisst, nur einfach da sein und mit ihm sein, ihn anbeten für alles, was er Grosses da hat auf dieser Welt, was er da hat an uns Menschen, aber auch, was er ist und wie er ist. Das ist die höchste Form von Gebet. Und das ist auch sehr wirksam. Wenn Sie Anbetung machen, ist das das, was eine grosse Wirksamkeit hat in der anderen Welt, in der spirituellen Welt. Das ist ja das, was viele Klöster, kontemplative Klöster, immer wieder machen. Und darum sind sie auch so wirksam in ihren anderen Gebetsformen. Wenn Sie an einem Kartäuser oder an einem Karmelit sagen, der soll für Sie beten, dann macht er das schon. Aber was er eben auch macht, während Stunden im Tag, und das ist das, was alles andere so wirksam macht, ist Anbetung. Vielleicht wäre das einmal etwas für Sie. Und vielleicht wäre einmal etwas für Sie, dass Sie eine Anbetung machen würden, im Sinn von einfach Sie. Sie mit Gott und hören. Wie wenn Sie am Strand sind und die Sonne auf sich abscheinen lassen. So ist das gemeint. Dass sie einfach das Licht von Gott auf sich wirken lassen. Sie müssen gar nichts machen, sie müssen nur da sein, in der Gegenwart von Gott. Besonders wirksam ist das natürlich in der Gegenwart vom Allerheiligsten und besonders förderlich für sie. Da kann vieles geheilt und verändert werden. In dem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, alles Gute und Gottes Segen. Gelobt sei Jesus Christus.